Ja, es war natürlich ein Highlight für uns alle. Wir hatten von Anfang an uns vorgenommen gehabt, dass wir Wolfsburg ärgern möchten. Klar, dass es sportlich nicht ganz ausreichen wird, über 90 Minuten, um gegen sie zu verteidigen. Wir wollten aber das zeigen, was wir tatsächlich sind. Wir wollten den Menschen das mitgeben, wie wir wirklich sind. Und wir wollten sie mit einem guten Gefühl nach Hause geben, dass sie uns vertrauen können. Und eben jenes Vertrauen haben wir überhaupt versucht, über Kampf, über Kampfgeist, über harte Arbeit zu vermitteln. Und am Ende hat es dann nicht gereicht. Das zeigt auch die sportliche Stärke von VfL Wolfsburg. Ich denke, dass jeder Einzelne hier einfach die Hütte abgerissen hat, dass jeder Einzelne jeden Zentimeter auf diesem Platz hier sich erkämpft hat. Und dass Wolfsburg die individuelle Klasse hat, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich denke trotzdem, dass wir die ein oder andere Situation schon die Ellenbogen ausgefahren haben. Und darauf können wir stolz sein. Als Stürmerin habe ich ja mal gesehen, wie die Defensive gearbeitet hat und ich war wirklich beeindruckt. Ich meine, die waren alle, also die haben ja Spielerinnen vorne, die wirklich Tempo haben und ich glaube, jeder ist in jeden Zweikampf reingegangen, jeder wollte den Ball haben, man ist reingerätscht, man hat gekämpft. Das Tempo war wirklich, also das konnte man nicht beschreiben und wir haben alle so lange durchgezogen, wir wollten einfach diesen Ball haben. Wir hatten ja auch jetzt nicht die Taktik gehabt, dass wir uns hinten reinstellen, sondern wir wollten wirklich offensiven Fußball spielen und ich denke, dass wir das auch in einigen Phasen wirklich auch gut gezeigt haben. Ich muss schon sagen, wir hätten gern ein Tor gemacht, die Emma Kusch hatte ja eine Chance oder auch die Nassi vielleicht. Es hätte uns natürlich schon gefreut, nochmal ein Tor zu schießen, auch für die Ultras oder für die ganzen Fans im Stadion. Dass es nicht funktioniert oder dass es nicht geklappt hat, ist für die jeweilige Spielerin ärgerlich. Für mich war es klar, dass wir mit unserem Auftreten ein gutes Gefühl hinterlassen wollten. Ob das dann mit einem Tor ist oder ohne Tor ist, ist zunächst mal für uns zweitrangig. Aber ich glaube, für die Spieler wäre es natürlich nochmal ein positives Erlebnis gewesen. Und ich glaube, wir hatten jetzt sowohl in der ersten Halbzeit die ersten 30 Minuten als auch in der zweiten Halbzeit die ersten 30 Minuten knapp gut dagegen mitgehalten. Aber dann merkt man eben auch, dass bei vollprofessionellen Spielerinnen die Physis einfach nicht so sehr nachlässt wie bei uns. Also ich denke mal, dass das Ergebnis tatsächlich zweitrangig ist. Weil das alles, was drumherum passiert ist, ist so herzergreifend. Das, was die Ultras abgeliefert haben, dass die da für uns ins Stadion gekommen sind und wirklich 90 Minuten Gas gegeben haben, die waren zu keiner einzigen Sekunde still. Als wir rausgekommen sind, uns zum Aufwärmen, also zum Aufwärmen gegangen sind, es ist einfach so ein beflügelndes Gefühl gewesen über 90 Minuten, dass die da. Ja, das sagt auch einfach was über die Fans aus, wie geil die einfach drauf sind, wie geil diese Stadt drauf ist, wie geil dieser Verein drauf ist. Und dass da über 17.000 Leute im Stadion waren, um uns zu sehen, um uns Fußball spielen zu sehen, das ist einfach nur der Hammer. Auch wenn wir ein Gegentor bekommen haben, die haben weitergemacht, haben uns angejubelt, angefeuert. Und ich glaube, das werden wir niemals vergessen. Spätestens, wenn wir uns dann in der neuen Woche dann auf das Andernachtspiel vorbereiten, denke ich, dass wir wieder voll im Fokus sind. Und das ist einfach, also so professionell sind die Spielerinnen, dass wir das wissen. Trotzdem wird es ein Erlebnis sein, das uns immer als Team zusammenschweißen wird, wo wir drüber reden werden. Und dieses Gefühl, was wir heute hatten, das wird uns auch in der Liga beflügeln. Ich glaube, wir haben jetzt gerade im Staff schon besprochen gehabt, wenn wir jedes Zweitligaspiel so spielen würden, würden wir vermutlich gegen die meisten Mannschaften sehr, sehr gut aussehen. Aber ich glaube, so ein richtig sportliches Fazit daraus zu ziehen, wäre jetzt nicht richtig, weil am Ende des Tages haben wir uns in einigen Teilen dem VfL Wolfsburg angepasst. Und wir hatten 17.300 Zuschauerinnen und Zuschauer hinter uns und das hatten wir in den normalen Heimspielen nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass es so ein direktes sportliches Fazit sehr, sehr schwierig zu ziehen ist. Da möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die hier waren, die den Mädels so ein tolles Erlebnis verschafft haben. Deutschland, Deutschland, Deutschland.